Servus, meine sweeten Euden und willkommen zurück zu Life is Strange. Ich bin der Zahle und wir stehen hier auf einem Schrottplatz zusammen mit Chloe und ich, ich glaube nicht. Ich, kann mir, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass Chloe ja böse Spielchen plant, hier mit einer Pistole, die sie ja dabei hat. Wir müssen Flaschen suchen, das machen wir jetzt gleich, aber ich schalte mal schnell ins, hier Ding, ins Kirchenmenü. Denn wir müssen lesen, jawohl, wir schauen hier nochmal die, ach, das auch noch, Fotos, siehst du. Ich wollte aber eigentlich hier mal durchgucken, was jetzt die nächsten Motive für unsere Bildchen sind. 142, ah, die Pistole, das könnte tatsächlich Chloe sein. Und ein Reh, dann jemand vor einem Fenster und Erlmeyer-Kolben, also, damit wir so ganz, ganz grob wissen, worauf wir zu achten haben. So, aber jetzt erstmal hier die ganzen Infos durchchecken. Nach 5 Jahren mit Joyce Price zu reden, war fast so abgefahren, wie Chloe wiederzusehen, besonders im alten Two Whales Diner. Das Klappern von Besteck und der Geruch von Bacon versetzten mich in meine Kindheit zurück, als ich zum Frühstück mit meinen Eltern da war. Ich erinnere mich, wie sie Chloe immer anlächelte, auch beim größten Unsinn. Jetzt lächelt sie nicht mehr über diesen Unsinn, aber sie plänkelt immer noch wie Mutter und Tochter. Ich zog so kurz nach Williams Tod nach Seattle, dass mir entging, welche Wirkung er auf Joyce hatte. Ich bin froh, dass sie mir meine Selbstsucht vergibt. Ich erinnere mich noch, wie Chloe und ich ihn das letzte Mal sahen. Wie oft Joyce diesen Tag wohl durchlebt? Das ist die schlimmste Art des Zurückspulens, ohne Kontrolle. Wenn ich zu diesem Moment zurück könnte, was würde ich tun? Kaum zu glauben, dass sie David Madsen geheiratet hat. Krasse Gegensätze. Sie liebt ihn offensichtlich, so verstörend das auch klingt. Vielleicht wollte sie nur mehr Struktur in ihrem Leben, aber das funktionierte mit Chloe nicht. Ich hoffe, die beiden behandeln sie gut. Joyce verdient das Beste. Ja, das stimmt wohl, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie der gut sein soll. Keine Ahnung. Geht mir gerade im Moment zumindest noch nicht so in den Schädel. Dienstag. Den hatten wir schon. Hatten wir den schon? Oder nicht? Autokino, das hatten wir gelesen. Das hatten wir. Das rechts oben ist, glaube ich, komplett neu. Chloe war spät dran, was sonst? Aber ich war froh, Joyce wiederzusehen. Das Diner ist wie ein Museum, von den Kunden abgesehen. Noch besser, das Essen hat sich nicht verändert. Joyce schien sich zu freuen, mich zu sehen und machte mir keine Vorwürfe wegen der Funkstille. Nach Williams Tod wollte sie ihr Leben weiterleben mit einem neuen Ehemann. Chloe will das nicht akzeptieren. Natürlich meckerte Joyce mich dafür an, dass ich mit meinem Hasch schlecht auf Chloe eingewirkt habe, obwohl sie selbst nicht überzeugt schien, dass es wirklich meins war. Was sollte ich sagen? Ich sehe sie, liebt David wirklich, auch wenn ich nicht verstehe, warum. Das Frühstück war die Standpauke wert. So viel Drama und ich bin noch nicht mal mit dem Frühstück fertig. Chloe tauchte endlich auf, wesentlich besser gelaunt, als man nach einer Nahtoderfahrung erwarten würde. Ich sehe sie gern lächeln, aber dieses Lächeln bedeutete Ärger, dass sie nur noch wollte, dass ich ihr meine Kraft beweise. Also tat ich genau das und kam mir großartig dabei vor, bis ich mich nach zu vielen Zurückspulen schwach und zittrig fühlte. Ich hatte sogar Nasenbluten, beunruhigend. Chloe will immer mehr, also verlangte sie, dass wir in ihr Versteck gingen. Kate rief an, aber ich ging wegen Chloes Todesblick nicht dran. Und um ehrlich zu sein, ist mir Kate zu anhänglich, auch wenn ich mich wie ihr seelischer Bodyguard benehme. Mann, ich bin so eine Null. Ich mache es wieder gut bei Kate. Wenigstens ist Chloe glücklich. Ja, das ist mit Kate finde ich schon schwierig. Ich meine, wäre das ja ganz realistisch, ja, dann musst du da nicht hingehen, dann rufst du 5 Minuten später an. In der Situation hast du dich halt mal dazu entschieden, nicht dran zu gehen, weil es halt gerade nicht geht, ja. Das ist so eine Klo-Sache, ja. Wenn man am Klo ist, geh mal nicht hin, ja, aber kannst du 5 Minuten später anrufen, dann ist alles wieder in Ordnung. Und so würde ich, ja, ich hätte mir in diesem Spiel schon so gewünscht. Das ist so eine, das war eine doofe Entscheidungssituation, so muss ich sagen. Weil es eigentlich gar nicht eine Entscheidung, eine Entscheidung sein müsste. Komm, wir reden erstmal ein bisschen mit Chloe, glaube ich. Und dann gucken wir uns um und suchen die Flaschen. That's my Chloe. Vermutlich sagt sie uns nur hopp, hopp, hopp. I have to find dirty ass bottles while you chill. Not fair. I have to prep the range, Crybaby. And I've been tripping hard about where you got this rewind power.
from God or the gods. So bow. We can make the world bow. Are you ready for that? Oh, nein. No way. I still don't even know how my power works, or for how long. Dude, you fuck shit up, you rewind, you fix it. Drop the mic, boom. Spin, rinse, and repeat. I'm just altering time and space. Oh yeah, and history. No biggie. You already altered history by saving my life, smartass. Let's see what else you can do. Ja, die ist also überschwänglich, ja, und Maxine sieht das schon realistisch. Wer weiß, ob das so funktioniert, ne? Dann baust du den Scheiß, dann funktioniert es plötzlich nicht mehr und bäm, ist alles den Bach hinuntergespült. Those shells look fresh. Das sind Shotgun-Shells, ja. Das sind Shotgun-Shells. Spritzen, die gucken wir uns auch noch an. Ich glaube, wir bleiben jetzt mal hier unten, gucken uns hier unten um und dann gehen wir hoch. Oh, gross. So disturbing to see old syringes on the ground. Ein bisschen irgendwie schon, ja. Ein bisschen schon, da hat sie recht. Every car has its own tale in history. Erinnert uns das Auto an etwas? Hat das Auto ein Kennzeichen? Nee, dieses nicht. Warum sollte es auch? Wenn wir mal fotografieren, wollen wir es nicht. Nee, warum? Warum sollten wir? Moment, was waren das für Dinger nochmal? Ich weiß es wirklich nicht mehr. 142, ein Reh ist mit der Pistole, okay. Okay, nee, da hatten wir jetzt noch nichts. Look what we have here. A cute little bottle for the taking. Na, na, na? Stupid bottle. Oh je. Vermutlich müssen wir da zurückspulen. So. So, irgendwas, was wir manipulieren können. Eigentlich gar nicht so wirklich, ne? Oder was heißt nicht so wirklich? Eigentlich nicht. Was heißt eigentlich? Also, wir können hier nichts manipulieren. Oh, guck mal, ein Foto, jetzt echt von hier. Ah, die 142. Hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. Verpixelt hieß hier das Achievement. So die Kiste, die werden wir wahrscheinlich brauchen für die Flasche. Ja, erstmal ansehen. Maybe I can use this to reach the bottle. Oh yes. Okay, das macht sie selbst. Alles klar. Sehr elegant, Maxine. So, und in die Tasche ab. Hello, bottle number one. Four more to go. Kriegen wir hin. So sad to look at a grounded boat. I wonder who owned that and where they are now. I know there's a bonfire spot where people party around here. Oh, da dürfte ja wahrscheinlich einiges an Flaschen dann rumliegen. An so einem Bonfire Spot. Oh, cool. Beyond repair. Rest in peace. Das wäre doch ein schönes Motiv für ein Foto, oder nicht? Findet ihr nicht? Ich finde schon. Voll cool. Ab durch die Pfütze. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Ja, stimmt. Oh, guck mal an meine Flasche. Da kommen wir sogar einfach so dran. Coming this fall. Max Caulfield, Bottle Hunter. Yes. Boom. Only three bottles left. Ein Autowrack nochmal. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Ah, okay, der ist bei einem Autounfall gestorben. Hatten wir das, frag jederzeit, wenn dir mehr einfällt. Wow, 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 langsam, Affenjunge. Warum Affenjunge jetzt? Ah, genau, wie ich Affen gelesen habe jetzt hier. So. Frag jederzeit, wenn dir mehr einfällt. Ich poliere. In der Tat ist mein DeLorean.
Ah, diese Anspielungen hier, die sind schon sehr schön, ja. TARDIS für Doctor Who, wer es nicht kennt, und DeLorean zurück in die Zukunft, wer es nicht kennt. Und wenn ihr beides nicht kennt, schämt euch, schaltet dieses Spiel aus. Am besten auch noch den Computer und geht euch die Filme ausleihen. So, wir lassen so den Affen raus. Newburg ist 100 Kilometer entfernt. Wir sollten um 5 los. Ich fahre. Aber sowas von, in deiner neuen Karre. Wir müssen Popcorn fürs Autokino mitbringen. Vielleicht sollten wir vorher wo essen gehen. Punkt, Punkt, Punkt. Oder was anderes. Egal. Lass den Affen los. Zu spät. Okay, was zu spät? Oder was anderes? Ich verstehe das nicht mit dem zu spät. Ich verstehe es nicht mit dem zu spät. Um 5 wollen wir los. Das ist in 8 Stunden. Also noch eigentlich genug Zeit. Maxine ist, glaube ich, jetzt nicht so die eine, die da jetzt noch 3 Stunden im Bad verbringen möchte, bevor sie da mit dem losdüst. Die wird vermutlich einfach nur direkt sich mit ihm treffen und gut ist. Wenn alles glatt läuft. Wow, Sir. Oh. That looks exactly like the same dough from my tornado vision. Wo sehen wir denn das? Was? Moment mal, was? Bin ich da jetzt blind? Wo ist denn da ein Reh? Also wir brauchen ja auch ein Rehfoto, aber... Hat sie denn das gesehen? That dough is the perfect photo op. Wo ist das? Oh Gott, hier. Lauf nicht weg, Reh. Wir müssen aber näher ran. So. Kontrastumfang ist hier das Achievement. Davor hatten wir übrigens verpixelt, was ich nicht gesagt habe. Ja genau, und rechts oben, da ist das Reh nämlich nicht da, oder? Oder ist es da auch angedeutet? Ich glaube, es ist nicht mal wirklich angedeutet hier auf dem Foto. Ich glaube, dass das Reh, das sie da immer sieht, ein Reh aus einer anderen Dimension ist. Nämlich, also je nachdem oder was auch immer man jetzt hier unter Dimension verstehen möchte. Aus einem anderen Raum, aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Paralleluniversum. Aus irgendeinem anderen Zeitraumkontinuum auf jeden Fall. Deswegen ist das immer nur so halb zu sehen, denke ich mal. Das ist irgendwie so eine Projektion, die sie dann immer wahrnimmt. Durch ihre Fähigkeit oder aufgrund ihrer Fähigkeit, aber das ist nicht wirklich da. Das ist bestimmt so, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ganz sicher. Hier kommen wir nicht durch. Oder Moment, hier doch. Ah, guck mal. No way. I totally remember going there when I was a kid. I loved the Hush Puppies. Now the sign is just Arcadia Bay junk. Wow. Schön, schön, schön. Schon solche Erinnerungen eigentlich. This was an old school punk shirt. Ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen vergessen, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Also die Folge jetzt, ne? Ich weiß nicht, wie lange die wird. Kann sein, dass sie ein bisschen länger wird. Meiner Meinung nach haben wir noch ein bisschen. Aber ich weiß es nicht. Weil ich vergessen habe. Och, echt? Wir können uns jetzt hinsetzen. Ach komm, ein bisschen chillen zwischendurch. It's so quiet and primordial out here. I always feel like the forest is whispering to me. Like Arcadia Bay is trying to tell me something. I just have to figure out the message. Ach, ich finde es immer so entspannend hier. Es ist echt immer, deswegen sage ich euch jetzt mal kurz nichts. Oder habe ich jetzt kurz nichts gesagt, weil es ist immer so ein Moment, ich weiß nicht, es ist so schön. Es regt auch irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken an. Ich finde, es sind so
Momente, die man selbst viel zu selten hat, eigentlich. Oder man nimmt sich selten Zeit für eine Auszeit, für ein bisschen Stille, finde ich. Einfach mal wirklich nichts tun. Auch wenn man, ich weiß nicht, meistens macht man einfach heutzutage wirklich irgendwas, aber wirklich nur sitzen und die Natur oder einfach das Außen auf sich wirken lassen, ohne zu viel nachdenken zu müssen oder zu viele Sorgen zu haben. Das ist einfach so schön. I know there's a bonfire spot where people party around here. So schön und eine Rarität. Und wir suchen jetzt mal das Bonfeuer. Das Bonfeuer. Von der Bon. Nein, natürlich nicht. So, hier haben wir, glaube ich, alles schon gesehen. Können wir zu den Gleisen? Wir haben ja, das wollen wir jetzt natürlich nicht totschweigen, wir haben ja am Ende der ersten Episode so ein Gleisszenario gesehen, wo jemand, ich wollte getrappt sagen, also hier gefangen, wow, ach du Scheiße, wow, der halt irgendwie mit dem Fuß feststeckte im Gleis und der Zug hat sich da schon genähert, wow. Es ist da irgendwie... Ja, und da haben wir auch schon Fläschchen. Ganz schön wenige Flaschen. Oh yes, we can use this one for a target. Yep. Three down, two more to go. Talk about finding a bottle in a haystack. Wollen wir da überhaupt wirklich so dringend 5 Minuten? Wow. Das dachte ich mir schon. Aha. So. Das müsste jetzt aber eigentlich trotzdem noch runterfallen, oder nicht? Hm. Ich hätte gedacht, das müsste nochmal runterfallen dann. Aber das war ja mit dem Baum in Episode 1 auch schon so, dass er dann, nachdem wir die Zeit zurückgespult haben, dass er dann gar nicht vom Blitz getroffen wurde. Eat shit and live. Thanks for the tip. Wer hat denn da sein... Wer hat denn da seine Zufluchtsstätte oder was das auch ist oder irgendwie sein Domizil? Und Wrong Way stand auch noch irgendwie so ein Schildchen. Nope, I don't want to go there. Jo, da hast du recht. Oh, weiß nicht, ob das jetzt nicht zu gefährlich ist. I don't want to go that way. Okay, da bist du auch nicht lang. Na, müssten wir... Puh, es ist eigentlich so eine Stelle, wo ich jetzt eigentlich nicht gleich hin will, weil das irgendwie was Besonderes zu sein scheint. Und da oben geht es ja nochmal einen Weg links hoch. Und ich glaube, das war, das will ich zuerst machen. All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? Oh, okay, was mit der Planke? Hm. I could use this board as a bridge. Doesn't look too heavy. Okay, weshalb denn aber jetzt? Also noch nicht, wir wissen noch gar nicht warum. Pistole, Fenster, Erlmeyer-Kolben, okay. Uns nur merken. Vielleicht brauchen wir das Brett dann oben. So, nur nichts übersehen, Maxine. So, Planke besägen. Bewegen oder ansehen. Aber wir gucken erstmal, wofür wir die überhaupt brauchen können. Oh, ein alter Football. The Bigfoots were here. Also um ehrlich zu sein, weiß ich noch gar nicht, wofür wir eigentlich... Natürlich. Natürlich weiß ich, wofür. Richtig, die Flasche da drüben. So, die bewegen wir auch. Way heavier than I thought. Gott sei Dank. Denn das könnte auch bedeuten, dass sie deshalb auch vielleicht ein bisschen stabiler ist. Guck mal, die biegt sich gar nicht, aber Maxine wiegt auch nicht mehr als 10 Kilo. Cool. At least not everything is broken around here. One more bottle to go. Was sagt der Stuhl? Oh, da können wir uns auch hinsetzen.
Kate, Max, entschuldige, dass ich dich mit meiner Bitte um Rat belästigt habe. Ich sollte nichts tun, außer die Welt mein Video genießen zu lassen. Ort? Kate, so habe ich das nicht gemeint. Ich möchte nur, dass du vorsichtig bist. Dafür ist es wohl zu spät. Tut mir auch leid, dich heute Morgen genervt zu haben. Warst wohl zu beschäftigt. Ich stand kurz vorm Zusammenbruch und brauchte jemanden zum Reden. Die Klingel muss los. Eieiei. Although this junkyard is a dive, I see why Chloe hangs here. She's a steampunk. It actually feels like Chloe and I are kids again. We're hiding out and plotting our future. Despite all the chaos and bullshit, I feel so giddy hanging out with her again. So happy. Like we've both gone back in time. Ach, noch ein bisschen Ruhe, liebe Freunde, aber so werden wir erstmal diese Folge beenden, denn mein Zeitgefühl sagt mir, Zahle, pass auf, ich glaube, die 20 Minuten sind um. So ziemlich, wenn nicht, nein, also drunter sind wir ziemlich sicher nicht, wenn ihn doch, dann tut es mir leid, liebe Freunde. Und es geht ja morgen schon weiter, ja, bei der nächsten Folge, Life is Strange. Und ich freue mich auf euch, ich freue mich darauf, dass ihr auch morgen wieder einschaltet. Bei uns, hier bei OLED TV. Bis dann. Tschüss, ciao und Servus.